Ja, ich sitze jetzt hier im Büro von unserem Coach, von Herrn Willi Kronhardt. Herr Kronhardt, wie beurteilen Sie das Spiel, das 1-1 heute? Na gut, erste Halbzeit würde ich mal sagen, wirklich pfui. Zweite Halbzeit haben wir schon richtig guten Fußball gespielt, haben auch aufgrund, denke ich mal, auch der Umstellung im taktischen Bereich sehr hoch angegriffen, haben wir den Gegner in die eigene Hälfte gedrückt. Die ersten 30 Minuten kamen die ja kaum raus. Ja, und zu Recht letztlich auch den Punkt auch zu Hause behalten, wobei wir uns von Anfang an eigentlich mehr versprochen haben. Was wurde explizit umgestellt in der Halbzeit? Von welchem Spielsystem auf das neue? Na gut, wir haben 4-1-4-1 begonnen und dann umgestellt, weil wenn du zurückliegst, musst du etwas verändern. Dann haben wir auf 4-3-3 umgestellt, sehr hoch angegriffen, dann ein Sechser, dann eben zwei im Mittelfeld und dann drei Offensiven. Und zusätzlich habe ich dann den Mike nach hinten gesetzt und nach vorne gesetzt und den Martin nach hinten, um dann noch mehr Bewegung dann zu haben, weil Mike auch wirklich in der Endgeschwindigkeit eigentlich ungreifbar ist. Wenn das Spielsystem in der zweiten Halbzeit so viel besser funktioniert hat oder so viel mehr Druck entwickelt wurde, warum fängt man dann nicht von der ersten Minute direkt so an, sondern fängt sich erst in Rückstand, um dann in der 45. zu reagieren? Weil die Mannschaft teilweise auch wirklich erstens noch nicht von Anfang an imstande ist, so Fußball zu spielen. Und zweitens hängt es vom Gegner ab, weil Union, zweite Mannschaft, ist in den letzten Wochen immens stark geworden. Die kommen jetzt mit einem 5-0 aus Leipzig, egal wie, aber die haben 5 Tore erzielt, eine zweite Mannschaft. Und wir wissen eben die Qualität der zweiten Mannschaft. Und der Berliner ein paar Mal beobachtet, also heißt es für uns auch zu Hause nicht Harakiri zu spielen, nicht auf Däube komm raus, das erste Tor erzielen, sondern erstmal abzuwarten, zu sehen, was Union eigentlich macht. Und das Tor, das sie erzielen, kommt ja eigentlich wirklich wieder mal aus dem Nichts, aus dem blauen Himmel. Wir sind vorne und die kontern uns aus auf eigenem Platz. Heißt aber nicht nur, dass wir Harakiri Fußball gespielt haben, das heißt, dass wir in die Zweikämpfen einfach zu fahrlässig zur Sache gehen, dass wir zu weit vom Gegner gestanden haben und das hat nichts mit der Taktik zu tun. Die Taktik ist letztlich einfach nur ein Orientierungspunkt, damit jeder weiß, wo er sich hinzubewegen hat. Und am Ende musste ich dann umstellen, weil wir eigentlich zur Halbzeit auch gesagt haben, wir gehen hier nicht als Verlierer vom Platz, weil wir einfach zu stark sind, wir arbeiten zu intensiv, um hier wirklich einen Dreier liegen zu lassen und zu sagen, wir geben uns damit zufrieden, hier mal gegen eine zweite Mannschaft zu verlieren. Das geht nicht. Generell spricht ja jeder Trainer davon, dass man am Anfang der Saison, dass eine Tabelle keine Aussagekraft hat, sondern dass es erst um den 10. Spieltag rum interessant wird. Wir haben jetzt 10 Spieltage abgeschlossen. Wie beurteilen Sie die jetzige Tabellensituation um Germania Halberstadt rum? Also erstens gehöre ich nicht zu den Trainern, die das Ganze beurteilen und die das Ganze auch sagen, die Tabelle ist wichtig. Natürlich schaue ich mir den Gegner an, wo er steht, wie viele Tore er erzielt, wie viele Punkte er errungen hat. Aber für uns und für mich, für die Mannschaft, für das Herangehen und das Entwickeln, was wir eigentlich vorhaben, ist die Tabelle eigentlich sekundär. Das ist primär ist die Entwicklung der einzelnen Spieler, die Art und Weise, Fußball zu spielen, die einfach wirklich Spaß macht zu beobachten und dass man die heutige zweite Halbzeit dann als Maßstab dessen nimmt, was wir eigentlich Woche für Woche trainieren, sollte es eigentlich jedem verdeutlichen. Das ist das Umwandlungssystem von einem Video. Und sollte normalerweise jedem verdeutlichen, dass wir so arbeiten und dass wir nachhaltig arbeiten wollen und dass wir nichts drauf legen, auf irgendwelche tabellarischen Dinge. Natürlich ist es für die Statistik ist es toll, für viele ist es unglaublich interessant, aber für uns ist es wirklich entscheidend, wie entwickelt sich jeder Spieler in der kurzen Zeit und was können wir noch hinzubringen, damit er sich noch schneller verbessert und natürlich seine Schwächen dann abstellt. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen sportlichen Entwicklung der Mannschaft, wenn Sie jetzt seit Anfang der Saison bis jetzt rückblickend das bewerten würden? Also wir stehen dort, wo wir uns letztlich auch, ich sag mal, befinden, auch zu Recht. Das ist so, es ist eine junge Mannschaft, dass wir jedes Mal etwas abrufen wollen und erringen wollen, das ist keine Frage. Aber wir stehen da momentan, wo wir uns befinden, nicht mehr oder nicht weniger. Und dass wir eigentlich uns jede Woche uns etwas unter der Woche erarbeiten, das ist das Maßgebliche. Nicht das Wochenendtabellarische dann nach dem Spiel zu sehen.
Natürlich würden wir ganz gerne das und das erkennen, weil dadurch natürlich ganz andere Dinge passieren. Aber entscheidend ist für die tägliche Arbeit, dass wir wirklich uns punktuell verstärken, unsere Spielweise immer wieder neu finden, dass wir das eigentlich für jeden einzelnen Spieler neu definieren, was ich mir eigentlich vorstelle. Ich kann nicht immer etwas herausrufen, was die Jungs nicht umsetzen können. Das funktioniert einfach im Fußball nicht. Und ich muss immer das so trainieren, dass es eigentlich eine Paarung, dass es in sich schlüssig ist, dass die Mannschaft das auch imstande ist, umzusetzen, was ich mir eigentlich vorstelle als Trainer. Gibt es irgendwas Markantes, wo die Mannschaft schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, was man herausheben kann, was schon sehr positiv gelaufen ist oder sogar besser als erwartet? Oder auch im Umkehrschluss irgendwas, wo die Mannschaft dringend selbst Nachholbedarf noch hat, was bisher noch nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich sollte vom Stand her? Also ich würde gerne einige Sachen sagen, die mache ich jetzt bewusst nicht, weil der eine oder andere wird das mit Sicherheit auch im Internet dann auch sehen und dann auch hören. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, wir sind auf einem richtig guten Wege und die Mannschaft entwickelt sich Woche für Woche. Und man sieht auch, egal ob jetzt BRK, wir den Punkt dann auch am Ende auch wieder errungen haben, jetzt wieder einen Punkt zu Hause errungen haben. Man muss erstmal gegen die Gegner spielen, die muss man erstmal bearbeiten, bevor man selber etwas macht. Man kann nicht in Hurra-Fußball spielen, man hat nicht diese hohe Qualität. Entschuldigung, man hat... Das ist meine Frau. Dann müssen Sie kurz rangehen. Und dann heißt es für uns dann auch, so mit den Gegebenheiten so umzugehen, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel einfach stärker werden und dass wir uns einfach mit dem Gegner auseinandersetzen und nicht in einem Jugendwahn untergehen. Das funktioniert im Fußball nicht und zumindest nicht im erfolgreichen professionellen Fußball. Und wir sind auf dem Wege, viele, viele Dinge zu professionalisieren. Und da ist wirklich der Verein extrem schon weit in der kurzen Zeit. Und die Mannschaft und die Verantwortlichen, die dafür zuständig sind, ob das jetzt Betreuer sind, die Physiotherapie, alle ticken unglaublich professionell. Wo wir dann eigentlich insgesamt beim Thema sind, also Patrick Sander, der Trainer von Carl Zeiss Jena, hatte auch nach dem letzten Heimspiel hier schon in der Pressekonferenz auch gesagt, Zitat, hier entsteht was Großes, dafür größten Respekt. Also die bisherige Entwicklung im gesamten sportlichen Bereich, jetzt nicht nur der Mannschaft, wo Sie Einfluss drauf haben oder sowas, gibt es da irgendwas noch Positives hervorzuheben, zu vermerken, was sich alles tut? Zunächst einmal ist es ja schön wirklich, dass die Außenwelt das Ganze auch wahrnimmt und die Regionalliga, wenn man ein bisschen guckt, von wo die bis wohin geht, welche Vereine jetzt in der Regionalliga ansässig sind und welche Region es umfasst und wie weit das Ganze letztlich schnappt, muss man sich eigentlich wirklich freuen, dass Germania Halberstadt so im Fokus letztlich auch steht. Egal wie, aber im Fokus steht, überregional mittlerweile, dass sich MDR sich auch wirklich und andere Sender auch dafür wirklich richtig interessieren, heißt es auch nicht nur für den Verein Germania Halberstadt, sondern auch Halberstadt die Stadt. Und wenn jeder mal einfach mal über den Tellerrand mal ein bisschen guckt und sagt, dass man wirklich gemeinsam etwas erreichen kann, die Stadt, die Menschen, die in der Stadt leben, sich damit identifizieren, die Jungs, die sich Woche für Woche den Hintern aufreißen, natürlich klappt nicht alles, aber die machen die Fehler nicht mit Absicht und Fehler machen ist menschlich. Aber wenn man trotzdem da einhergeht und sagt, man setzt sich an einen Tisch, an einen runden Tisch und geht gemeinsam diesen Weg, dann kann man innerhalb kürzester Zeit unglaublich viel schaffen. Und da gilt es natürlich viel, viel Geduld und Überzeugungskraft, um auch wirklich die Skeptiker, die letzten Skeptiker letztlich mit ins Boot zu ziehen. Eine Frage zur Personalsituation. Bei den vielen Verletzten, die man jetzt hat, man hat am Anfang gesagt, zu Anfang der Saison, dass man generell mit einem kleinen Kader in die Saison gehen möchte. War es vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet bei den vielen Rekonvaleszenten, die man jetzt hat, unter anderem Alexis Lehnert mit einem Bandscheibenvorfall, Tobias Eckermann, der zum zweiten Mal nicht richtig fit war und auch nur für einen Notfall gekommen wäre. Ist es vielleicht im Nachhinein ein Risiko zu sagen, dass man mit so einem kleinen Kader angefangen hat, dass es sich jetzt unglücklicherweise halt so zurückschlägt durch so viele Verletzte? Oder war es allein schon von Anfang an im Hinterkopf, dass man, wie jetzt beim Alexis Lehnert, dass man auf einen Transfer wie mit Maurice Paul so reagieren kann, dass man immer noch mal jemanden in der Hinterhand hat, der vielleicht vertragslos ist, wo man dann noch mal nachziehen kann. Das sind jetzt mehrere Punkte auf einmal. Ich gehe jetzt erstmal zum ersten Punkt. Also das ist ganz bewusst von uns, dass wir einen kleinen Kader haben, geschuldet dem Ganzen, dass so viel Fernsehgelder abbrechen.
Das geht nicht. Und wir wollen auch mit einem kleinen, gesunden Kader arbeiten, die wirklich unglaublich gierig und ich möchte mal behaupten, wirklich fast krankhaft auf den Erfolg fokussiert sind, die Jungs. Und die unbedingt den Umweg gehen wollen mit uns, mit dem Verein, um vielleicht auch mal den Verein als Sprungbrett zu sehen. Aber diese gemeinsame Zeit wollen wir maximalst erfolgreich gemeinsam gehen. Und wie gesagt, dass jetzt momentan der eine oder andere schwächelt und ein bisschen abbricht und die eine oder andere Verletzung hat, das ist normal. Wenn die Zweikämpfe antreten, dann wird sich verletzt. Aber letztlich sind das keine Verletzungen, die aus dem Training hergehen. Das ist nichts, was mit der Steuerung des Trainingsinhaltes zu tun hat. Das sind alles ganz normal geführte Zweikämpfe. Und da muss man einfach in Kauf nehmen, dass der eine oder andere sich verletzt, irgendeine Blessur davonträgt. Das ist normal. Aber wir haben ganz bewusst diesen Weg gewählt mit einem gesunden, kleinen Kader und nicht einem üppigen, überteuerten Kader dann in die Saison zu gehen. Eine Frage zum Spielsystem. Vor diesem Spieltag hatte die Mannschaft die viertwenigsten bisher geschossenen Tore. Was oftmals auffällt, uns zumindest, oder was zumindest auch öfter mal gesagt wird, ist, dass das Stürmer Florian Büchler vorne oftmals die Bälle gegen 3-4 Leute alleine behaupten muss und dann rückt es zu langsam nach. Ist es vielleicht so, dass diverse Abstände zwischen Abwehr und Mittelfeld oder Mittelfeld und Sturm, dass die Sachen noch nicht so passen? Oder ist das Spielsystem auch so darauf ausgelegt, dass es dann schnellzügig nach vorne gehen soll, dass die Bälle halt nur nicht genau gespielt werden, um abgelegt zu werden? Oder ja, es stimmen halt einfach die Abstände zwischen den einzelnen Spielabschnitten vielleicht noch nicht so ganz, um mehr Durchschlagskraft oder mehr Schwung von hinten dann mitzunehmen, bevor einer alleine immer gegen 5 Leute steht. Na gut, das ist sowohl als auch. Das ist, ich kann das eine nicht bejahen, das andere verneinen, das geht nicht. Und da haben Sie schon zum Teil wirklich recht. Aber letztlich ist es das ist von Spiel zu Spiel anders. Und jedes Spiel ist aufs Neue ausgerichtet. Und dass die Jungs das immer wieder umsetzen, was wir trainieren, das wollen sie unbedingt. Und manchmal vergessen sie die einfachsten Dinge. Und dazu gehört natürlich auch, wenn man Tiefe spielt, dass auch der Nächste nachrückt. Und das ist aber halt, ich kann es immer wieder nur sagen, dass das Los einer jungen Truppe, die sich erst findet, die sich erst kennenlernt, die erstmal die ganzen Laufwege, Abstimmung, das miteinander umgehen, das miteinander sprechen, das sind alles so Dinge, du kannst nicht von heute auf morgen alles erwarten, du kannst den Erfolg nicht erzwingen, der Erfolg wird wachsen. Und wenn man viele Mannschaften, erfolgreiche Mannschaften sieht, die sind erst erfolgreich geworden, wenn sie mehrere Jahre zusammengearbeitet haben, dass du punktuell den einen oder anderen wieder wechselst, weil der dann irgendwann nicht ins System passt oder auch den Anforderungen nicht mehr entspricht. Das ist ganz normal. Das ist wirklich so wie im normalen Leben. Du musst maximal abrufen, um wirklich immer wieder dein Arbeitspapier zu bekommen. Ist es so, du musst diesen Nachweis erbringen, dass du imstande bist, diese Liga zu bespielen und nicht nur einmal und dann 4 Wochen Pause und dann wieder einmal und dann 3 Wochen Pause. So funktioniert Fußball und Leistungsfußball nicht. Ja gut, dann bedanke ich mich Ihnen recht herzlich für das Interview, für das ausführliche Interview vor allen Dingen, für die vielen, vielen Worte. Ja.